In diesem Video geht es um den Expeditionsmodus in Rise of the Tomb Raider und es richtet sich an alle, die so wie ich ein Tutorial dazu vermisst haben. Falls ich euch hier zu viel quatsche, könnt ihr auf Last Generation auch das Skript zu diesem Video nachlesen. Den Link seht ihr hier eingeblendet. Ich bespreche mit euch nun das Menü des Expeditionsmodus. Die eigentlichen Spielmodi werde ich zwar auch erklären und euch Let's Plays dazu empfehlen, sie aber nicht selbst anspielen. Zunächst einmal, wenn ihr die Kampagne, also das Hauptspiel, das erste Mal spielt, werdet ihr feststellen, dass ihr im Expeditionsmenü noch kein Spiel starten könnt. Das liegt daran, dass ihr zunächst Spielabschnitte und Herausforderungen im Hauptspiel abschließen müsst, um Spielabschnitte für die Expeditionen freizuschalten und um an Credits, die virtuelle Zahlungseinheit, zu kommen. Mit Credits könnt ihr Sammelkarten auf dem Marktplatz erwerben, um sie danach für eure Expedition gewinnbringend einzusetzen. Ich habe die Kampagne schon durchgespielt und bereits einige Credits verdient. Das Symbol neben dem Menüpunkt zeigt mir nun außerdem an, dass ich zwei Geschenke erhalten habe. Also gehen wir mal zum Marktplatz und gucken uns das Ganze an. Ihr seht hier drei Tabs. Im linken Tab werden euch Kartenpakete angezeigt, die ihr mit euren Credits freischalten könnt. Karten werden immer im Paket gekauft. Es gibt sie nicht einzeln. Es gibt auch die Möglichkeit, Karten mit echtem Geld zu kaufen. Das kostet dann, ich glaube zurzeit 1,99 € pro Paket. Doch es gibt auch genug andere Wege, um an Karten zu kommen. Welche das sind? Jetzt hier mal in der Liste. Es sind ganz schön viele. Also zum einen bekommt ihr die meisten oder zumindest recht viele Credits für die optionalen Herausforderungsgräber. Dann für Herausforderungen allgemein. Das bezieht sich sowohl auf die Kampagne als auch auf die Expedition selbst. Dann gibt es Credits für den Gewinn von Medaillen im Expeditionsmodus Punktangriff, für das Abschließen von Missionen im Expeditionsmodus Widerstand der Verbliebenen, für das allgemeine Voranschreiten in der Kampagne, für Rucksäcke in der Kampagne und dann außerdem für das Spielen anderer Square Enix-Spiele, falls ihr bei Square Enix als Mitglieder registriert seid und wenn ihr Passiv-Credits verdienen wollt, dann könnt ihr auch bei Twitch zu gucken. Das funktioniert allerdings nur für Xbox-Spieler, soweit ich das mitbekommen habe, weil ihr eine Xbox-App braucht, um überhaupt über Twitch mit Karten broadcasten zu können. Jedenfalls bei Twitch gibt es wohl pro Session 500 Credits. Wir kommen später nochmal auf die Karten zurück. Ich gehe jetzt erstmal hier auf den mittleren Tab. Dort kommt ihr zum Shop. Und hier könnt ihr mit echtem Geld Zusatzinhalte kaufen. Bei mir ist jetzt hier überall schon so ein Häkchen, weil die Add-ons bei mir im Season Pass enthalten waren. Rechts ist der Geschenke-Tab. Hier wird mir nun angezeigt, dass ich zwei neue Geschenke erhalten habe. Geschenke bekommt man manchmal einfach so von Square Enix spendiert. Zum Beispiel gab es neulich eine Aktion, dass man an einem bestimmten Wochenende Rise of the Tomb Raider spielen sollte. Und dann gab es ein Geschenk hier auf dem Marktplatz. Geschenke erscheinen aber auch, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt hat. Welche das unter anderem sind, könnt ihr auf Wikiraider sehen. Den Link seht ihr hier auch eingeblendet. So, jetzt wollen wir aber erstmal schauen, was ich hier für Geschenke bekommen habe. Einmal eine Belohnung, öffnen Sie diesen Gegenstand. Machen wir das mal. Okay, das war ein Geschenk von 5000 Credits. Das ist ja mal ganz nützlich. Und dann haben wir eine Herausforderung-Belohnung. Für den Abschluss von 5 Expedition-Herausforderungen haben Sie einen Kartenpack verdient. Also werden da wohl Karten drin sein. Jawohl. 5 Karten, also ein Kartenpack besteht immer aus 5 Karten. Ja, und da hat sie die falsche Taste gedrückt. Okay, kein Problem. Wir gehen jetzt einfach in den Expeditionsmodus und schauen uns die Karten da an. So, als ich das erste Mal in dieser Ansicht war, war ich ziemlich verwirrt, weil es überhaupt keine Erklärung dazu gibt, wo man hier ist und wieso überhaupt.
Zudem hat die Presse für einige Verwirrung gesorgt, weil sie immer wieder vom Multiplayer-Modus von Rise of the Tomb Raider sprach. Tatsächlich kann man hier nur aus verschiedenen Singleplayer-Modi wählen. Der einzige Multifaktor an dem Ganzen ist, dass einem die Punktestände anderer Spieler aus deiner Freundesliste angezeigt werden. Wir gehen jetzt einfach mal durch, was hier auf diesem Bildschirm generell zu sehen ist. So, hier oben unter der Überschrift seht ihr den Pfad. Mithilfe dessen könnt ihr überblicken, wie viele Schritte noch vor euch liegen, bis ihr eine Expedition starten könnt. Der Pfad bezieht sich immer auf den aktuell ausgewählten Spielmodus, in diesem Fall Punktangriff. Ich gehe jetzt mal durch die verschiedenen Spielmodi durch, damit ihr hier oben am Pfad nachverfolgen könnt, was sich da ändert. Nichts, nichts. Da ändert sich was. Also wieder der Modus Widerstand der Verbliebenen ist also ein bisschen anders aufgebaut. Und ansonsten ist es eigentlich grob dasselbe. Vom Prinzip her. Bei allen Spielmodi außer Widerstand der Verbliebenen ist es dann auch so, dass ihr zwei Hauptschritte auswählt. Also erstmal habt ihr hier Modi Level Schwierigkeitsgrad. Dazu kommen wir im Detail später. Aber zunächst mal werdet ihr dann bei allen Spielmodi, außer bei Widerstand der Verbliebenen, hier unten auf den Button Fortfahren klicken und kommt dann zur ersten Auswahl, die ihr treffen müsst, nämlich den Herausforderungen. Das sind, genauso wie bei den Kartenpacks, immer 5 Stück. Ich klicke hier mal eine an. Wie ihr seht, könnt ihr euch aussuchen, was für Herausforderungen ihr nehmen wollt. Herausforderungen, hatten wir ja vorhin schon gesagt, sind wichtig, um Credits zu verdienen. Und ihr seht jetzt hier auch, fangen wir mal links an, bei der Herausforderung unsterblich. Das bedeutet, du musst den Level abschließen, ohne zu sterben, bekommst du als Belohnung, wenn du das schaffst, 1000 Credits. Und je mehr Herausforderungen du schaffst, maximal 5, desto mehr Credits bekommst du natürlich. Ich gehe nochmal zurück. Ihr seht hier links Scharfschütze. Ich klicke drauf und wähle jetzt mal unantastbar. So, jetzt ist es ersetzt worden. Jetzt habe ich hier die Herausforderung unantastbar. Also da könnt ihr dann kreativ sein, schauen, was ihr euch zutraut, wofür es die meisten Credits gibt und so weiter. Wenn ihr dann diese 5 Herausforderungen ausgewählt habt, geht ihr ein zweites Mal fortfahren und dann kommt die Ansicht, wo ihr eure Karten auswählen könnt. Ihr seht wieder 5 Slots. Ich gehe jetzt mal auf diesen freien Slot. Hier kann ich jetzt erstmal zwischen verschiedenen Kategorien wählen. Jetzt bin ich in der Kategorie Aussehen und hier habe ich nur eine einzige Karte. Großkopffeinde. Feinde haben große Köpfe und nehmen weniger körperlichen Schaden. Also, ja, eher eine Witzkarte. Dann haben wir noch eine Kategorie Spielerschwächung, also die euch das Leben schwerer machen, Spielerstärkung, das macht es euch leichter, Feinschwächung, Feinstärkung, Forscher-Outfits und. So, wir gehen jetzt mal in die Kategorie Alle. So. Und schauen uns mal an, was es so für verschiedene Kartentypen gibt. Und was die ganzen Symbole bedeuten, wie ihr auswählen könnt, welche Karten für eure Zwecke am besten sind. So, zunächst mal könnt ihr hier unten mit dem Button sortieren. Zum Beispiel nach Anzahl. Das bedeutet, wie viele Karten ihr in petto habt. Alphabetisch, naja. Sortieren nach Punktemultiplikator ist ganz nützlich, denn wenn ihr darauf aus seid, besonders viele Punkte zu bekommen
um zum Beispiel in die Bestenliste zu kommen. Dann ist der Punktemultiplikator ein ganz wichtiger Faktor. Und zwar seht ihr dessen Wert immer oben rechts auf der Karte. Und der ist manchmal grün und manchmal, manchmal rot. So, was bedeutet das jetzt? Grob gesagt sind die grünen Multiplikatoren Multiplikatoren, die euch nützlich sind und wodurch ihr Punkte dazu bekommt. Oder jetzt im Fall von hier 0% passiert einfach gar nichts. Da bekommt ihr weder Punkte abgezogen, noch bekommt ihr welche dazu. Bei den roten Werten ist es so, dass ihr einen Punktabzug bekommt. Und ist auch nur logisch, denn alle Karten, die euch das Spiel leichter machen, haben rote Werte. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, Karten zu nehmen, die euch das Spiel schwerer machen, bekommt ihr am Ende einen Bonus dafür. Okay, und wie setzt sich das jetzt zusammen? Also, ihr habt einen Endpunktestand, der sich ergibt aus den Herausforderungen oder je nach Spielmodi auch noch davon, ob ihr eine Medaille bekommen habt. Und dann mal angenommen, ihr habt diese Karte hier verwendet, dann wird von eurer Punktzahl werden 25% genommen und die werden euch abgezogen. Hättet ihr plus 25%, würden 25% eures Punktestandes draufgerechnet werden. Es gibt auch Karten, da steht dann 100% drauf, dann wird die Anzahl eurer Punkte verdoppelt. Dann gibt es noch, ganz wichtig, grob gesagt zwei Kartentypen, und zwar einmal die gewöhnlichen Karten und die Glanzkarten. Das, was jetzt hier im Vordergrund steht, ist eine gewöhnliche Karte. Das daneben ist eine Glanzkarte. Die Glanzkarten erkennt ihr immer an dieser gelben Umrandung und der Glanzanimation, die da drüber geht. Vielleicht seht ihr es, hier gibt es auch einen kleinen Unterschied. Bei der Glanzkarte haben wir 5 Sterne und hier bei den Credits, bei Verkaufen, sind nur so Strichelchen. So, das bedeutet zum einen, dass die Glanzkarten besonders hochwertig sind. Also die Sterne, die stehen für die Seltenheit einer Karte und Glanzkarten sind meistens 5-Sterne-Karten. Und sie können nicht verkauft werden. Dafür könnt ihr sie aber beliebig oft wiederverwenden. Gewöhnliche Karten hingegen, also alle Karten, die nicht diese gelbe Umrandung und den Glanz haben, die könnt ihr nur einmal verwenden. Und ihr könnt sie verkaufen und auch zurückkaufen für Credits. Die einfache Verwendung gilt mit 2 Ausnahmen, und zwar könnt ihr Outfit-Karten und Waffenmodifikationskarten mehrfach verwenden, beziehungsweise beliebig oft verwenden, auch obwohl sie gewöhnliche Karten sind. Zum Beispiel, ja, hier werden Outfit-Karten. Die sind jetzt aber auch alle gelb umrandet. Ja, die sind sowieso alle gut erkennbar da gelb umrandet. Okay, also braucht ihr euch nur merken, gelbe Umrandung gleich beliebig oft einsetzbar. Falls noch nicht erwähnt, die Karten können nur im Expeditionsmodus oder für das Streamingportal Twitch verwendet werden. Außerdem bringt Square Enix dauernd neue Karten raus. Wenn ihr den offiziellen Tomb Raider-Blog verfolgt, dann werdet ihr da auf dem Laufenden gehalten. So, jetzt erstmal genug zu den Karten. Oder habe ich noch was vergessen? Eigentlich nicht. Die Sortierung hatte ich ja gezeigt. Und die Texte sind immer recht selbsterklärend. Naja, und ihr könnt halt jetzt nach und nach immer wieder aussuchen,
was für Karten ihr nehmen wollt. Es ist natürlich auch ganz sinnvoll, so in etwa zu wissen, was für ein Level man spielt, weil jetzt konkret hier beim Grab des Propheten, da gibt es, wie ihr wisst, nicht sonderlich viele Gegner. Das kann dann auch schon bei den Herausforderungen zum Problem werden. Zum Beispiel erledigen sie 3 Feinde. Ich weiß gar nicht, ob das im Grab des Propheten überhaupt möglich ist, weil es da so wenig Gegner gibt. Also das ist auf jeden Fall auch von Vorteil, sich ein bisschen auszukennen in dem Level. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zur Hauptübersicht des Expeditionsmodus, weil ich ja hier noch ein bisschen zeigen wollte, was generell auf dem Bildschirm zu sehen ist. Also hier oben rechts seht ihr eure aktuell verfügbare Anzahl an Credits, die ihr verprassen könnt. Und hier habt ihr noch eine Gesamtübersicht über eure Punkte. Also ich habe insgesamt 17 Punkte. Ich habe noch so gut wie gar nicht gespielt. Und habe 8 Medaillen gewonnen, 7 Herausforderungen gemeistert und 2 Missionen gemeistert. Jetzt sehen wir uns mal die verschiedenen Spielmodi im Detail an. Also wir haben 5 verschiedene Spielmodi und im Moment ist der Punktangriff eingeloggt mit dem Level Grab des Propheten. Also hier kann ich tausende von Leveln auswählen, weil ich ja mit der Kampagne mit dem Hauptspiel schon durch bin. Schwierigkeitsgrad ist ausgewählt das zweitschwerste Tomb Raider. Warum wird das jetzt hier nicht an? Ah, genau. Hier unten links seht ihr, ich habe jetzt Schwierigkeitsgrad das einfachste Abenteurer und hier wird angezeigt 0,5 Punkte für Skills. Gehe ich auf Tomb Raider, einmal Punkte für Skills, erfahrener Räuber zweimal, Überlebender 3-mal Punkte für Kills. Ja, das funktioniert dann quasi so wie der Multiplikator. Wenn ihr auf der Stufe Tomb Raider spielt, hat das überhaupt keinen Einfluss auf euren Punktestand, wenn ihr jemanden tötet. Wenn ihr auf Abenteurer spielt, bekommt ihr Abzug. Und je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte bekommt ihr für Kills. Lohnt sich also, auf Überlebender zu spielen. Okay, der Punktangriff. Wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, dann sehe ich hier die Beschreibung. Schließen Sie den Level schnell ab, um einen Zeitbonus zu erhalten. Die Verkettung von Punkten begründet Ihren Kombozähler. Schließen Sie Herausforderungen ab und sammeln Sie Medaillen, um Credits zu erhalten. Daneben seht ihr im Detail, auf welche Elemente im Spiel es da ankommt. Wir gehen die jetzt mal einzeln durch. Also hier haben wir zum einen die Irrlichter und die Laternen. Die Irrlichter sind unübersehbare blaue Lichtpunkte auf eurem Weg, die ihr einsammeln könnt. Sehen wir uns entweder gleich im Spiel an oder ihr könnt euch ein Let's Play angucken. Die Laternen leuchten orange und können abgeschossen werden. Je weiter ihr beim Abschuss von der Laterne entfernt seid, desto mehr Punkte bekommt ihr dafür. Dann hier wird angegeben, wie viel Punkte ihr für Kills bekommt. Und generell ist es so, dass ihr für jeden Kill Punkte bekommt. Wie viele Punkte, hängt von mehreren Faktoren ab. Je stärker der Gegner, desto mehr Punkte. Auch Kopfschüsse, Nahkampfkills und Kills mit handgefertigten Waffen sind mehr wert. Außerdem hängt die Punktzahl vom Schwierigkeitsgrad ab. Das haben wir ja eben schon besprochen. Dann sehen wir hier Objekte sammeln. Sammle alles ein, was geht. Ressourcen, Kisten, Munition und so weiter. Für alles gibt es Punkte. Dann Kombozähler. Fällt jetzt auch zum ersten Mal der Begriff. Alles, was dir Punkte gibt, wird vom Kombozähler gezählt. Doch sobald du Schaden nimmst, wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt. Also nimm an, du tötest einen. Zack, Kombozähler geht auf 1. Du sammelst danach was ein, zack, Kombozähler geht auf 2 und so weiter und so weiter. Und du musst zusehen, dass du unversehrt bleibst und dass dieser Kombozähler möglichst in die Höhe getrieben wird. Je höher der Zähler, desto mehr Punkte bekommst du für Kills, Items und so weiter. Auch wichtig, halte den Kombozähler auf Trab, indem du möglichst schnell hintereinander Punkte sammelst.
Wenn du zum Beispiel ein Item gesammelt hast und danach mehrere Sekunden nicht punktest, ich weiß nicht genau wie viel Sekunden, vielleicht 6, 7 oder so, dann geht der Kombozähler schon wieder runter, sodass du weniger Punkte bekommst. Guckt euch das auch im Let's Play an, dann ist es leicht zu verstehen. Dann jedes Mal, wenn du Schaden nimmst, fängt der Kombozähler, wie gesagt, wieder bei 0 an. Du verlierst aber auch Punkte. Wie viele hängt von dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte verlierst du, wenn du Schaden nimmst oder stirbst. Auch ein Faktor, der hier jetzt nicht aufgelistet ist, ist die Sollzeit. Und zwar siehst du im Modus Punktangriff links oben einen Countdown, der runterzählt. Wenn du deinen Spielabschnitt beendest und dort noch Punkte übrig sind, werden dir diese gut geschrieben. Aber Achtung, es lohnt sich nicht in Eile, den Kombozähler außer Acht zu lassen. Spiele lieber etwas langsamer, aber dafür gründlicher. Daher, zu guter Letzt natürlich noch die Karten. Am Ende des Spiels wird die Summe deiner Punkte mit dem Gesamtbonus der Karten multipliziert. Denkt an den Multiplikator. Du kannst diesen Modus aber genauso wie Kapitelwiederholung komplett ohne Karten spielen, wenn du möchtest. Also wenn ihr mal in die Bestenliste guckt, dann werdet ihr sehen, dass da auch einige komplett ohne Karten gespielt haben. Möglich ist alles. Ihr könnt kreativ sein. Die Karten sind jedenfalls dazu da, damit man variieren kann und jedes Spiel nicht exakt genauso abläuft wie das davor. So, beim Punktangriff kannst du außerdem Medaillen bekommen. Eine Bronzemedaille gibt es ab 20.000 Punkten. So, ich denke, wir haben keine Zeit, selbst den Punktangriff anzuspielen. Deswegen blende ich hier einen YouTube-Link ein, wo ihr euch den Punktangriff im Let's Play anschauen könnt. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Kapitelwiederholung. Und da könnt ihr frühere Kapitel der Geschichte erneut spielen, schließe Herausforderungen ab, um Credits zu erhalten. Und dann gibt es noch die Kapitelwiederholung Elite, dasselbe in grün. Da könnt ihr dann aber mit besserer Ausrüstung spielen. Generell zu diesen beiden Modi ist noch zu sagen, dass du im Elite-Modus eben deine Ausrüstung aus dem Hauptspiel verwendest, während dein Inventar in der normalen Kapitelwiederholung vorausgestattet ist. Das heißt, du kannst deine Waffen oder sonstige Ausrüstung mitnehmen, die du dir im Hauptspiel verdient hast. Keine. In der normalen Kapitelwiederholung kannst du dein Inventar nicht mitnehmen. Bei Kapitelwiederholung Elite schon. So, nächster Modus, Widerstand der Verbliebenen. Dieser Spielmodus basiert auf einzelnen Missionszielen innerhalb der großen Hubs des Spiels. Du kannst zwischen bereits existierenden Widerstandsmissionen wählen, die von anderen Spielern erstellt wurden, oder deine eigenen Missionen kreieren. Ich habe jetzt hier schon mal vorgeladen, weil das bei mir teilweise ganz schön lang dauert. So, und zwar könnt ihr hier zwischen den verschiedenen Missionen, die andere Spieler erstellt haben, so durchscrollen. Oben links seht ihr, in welchem Hub sich das Ganze abspielt. Oben rechts seht ihr, von welchem Spieler die Mission erstellt wurde. Dann haben wir hier eine Skala, die den Schwierigkeitsgrad anzeigt und gleichzeitig, wie viele Credits es zu gewinnen gibt. Also wäre die Skala hier ganz unten, dann wäre es ziemlich leicht, aber ihr würdet auch nur wenig Credits bekommen. Dann seht ihr hier, was für ein Wetterchen in dieser Mission herrscht. Also heiterer Sonnenschein, allerdings leicht bedeckt mit einem Graupelschauer. Dann habt ihr die Bestenliste hier. Und dazu gibt es noch was Besonderes zu sagen. Und zwar gibt es in diesem Modus ein Special, und zwar könnt ihr Freunde herausfordern. Wenn ein Ersteller seine Mission veröffentlicht hat, können unter anderem Freunde diese spielen. Der Punktestand wird erfasst und die drei besten Spieler werden bei der Mission veröffentlicht.
Hier gibt es jetzt nur, hier hat nur der Missionsersteller selbst bisher gespielt. Mal gucken, ob wir ein anderes Beispiel finden. Ja, da sind mal 3 zu sehen. Und dann ist es so, dass eine Woche, nachdem die Mission veröffentlicht wurde, der Spieler mit dem höchsten Ergebnis eine Belohnung in Form von Credits bekommt und dann wird die Mission entfernt. Und das bedeutet auch eben dieser Countdown. Also wenn hier steht, Belohnung in 0 Tagen 8 Stunden, bedeutet das, dass in 8 Stunden dieser 3-Tage-Countdown vorbei ist. Und dann, wenn 2-3-4-0-0-0 bla, bis dahin immer noch den höchsten Punktestand hat, dann bekommt er diese 5000 Credits. Ach, guck an. Eine Regenbogenspur kann die Lara hinterlassen. Gehen wir mal hier in die Detailansicht rein von dieser Mission. Und schauen wir mal, was hier so alles an, nicht Herausforderungen, sondern Missionszielen angegeben ist. Wir haben 5 Missionsziele zu erfüllen. Und zwar lauter Anschläge. Und diese Missionsziele können, wie gesagt, im Schwierigkeitsgrad variieren. Dann hat der Missionssteller noch ausgewählt, dass wir die verbliebenen Jacke als Outfit erhalten und dann noch die Waffen, provisorischer Bogen und den Revolver und diese wunderschöne Regenbogenspur. Ja, dann kann man hier die Mission spielen. Und es wird auch insofern ein bisschen Qualitätssicherung betrieben, als dass der Ersteller der Mission diese erst einmal selbst gespielt haben muss, bevor ihr die spielen könnt. Ihr könnt die Mission auch hier wieder sortieren. Nach ganz oben. Schwierigkeitsgrad. Dann sind jetzt die ganz einfachen oben. Seht ihr wieder an den grünen Totenköpfen. Sortieren nach Zeit. Schwierigkeitsgrad. Achso, ja, das hatten wir ja. Okay. Und dann könnt ihr euch anzeigen lassen, die Einsatzziele, die Ausstattung, die ihr mitnehmen könnt. Die Slots müssen halt auch nicht voll sein, also müssen sie generell nicht. Nur bei den Herausforderungen der Spielmodi müsst ihr 5 Herausforderungen haben. Aber bei den Karten könnt ihr euch eigentlich immer aussuchen, ob ihr 5 nehmt oder weniger oder keine. Modifikatoren, ja, kennt ihr ja schon. Und dann gehen wir mal zurück in die Übersicht der Expeditionsmodi. Ich würde euch ja noch zeigen, wie es ist, eine eigene Mission zu erstellen, aber ich schätze euch so ein, dass ihr das ganz schnell selbst rauskriegt. Und damit das Video nicht zu lang wird, würde ich jetzt gerne mit dem Ausdauermodus weitermachen. Das ist der letzte Spielmodi der Expedition. Und ist als Download-Content vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Und im Ausdauermodus ist es so, dass Lara die Wildnis Sibiriens auf der Suche nach Artefakten erkundet. Also ihr seht hier, dass es da auch nur das Tutorial gibt und halt eben die sibirische Wildnis als Hub. Jedenfalls ist in diesem Hub quasi gestrandet und muss sich jetzt da durchschlagen. Sie muss einer extremen Kälte widerstehen. Sie muss Nahrung, Ressourcen und Feuer finden, um zu überleben. Während der Levelerkundung wird die Map aus einer Reihe von Kacheln erzeugt, die eine Auswahl von Wald, Gebäuden und Gräbern beinhalten. Ressourcen, Fallen, Artefakte, Tiere und feindliche Non-Player-Characters spawnen zufällig. Lara muss Artefakte finden und ein Signal senden, um ihre Rettung aus der Wildnis einzuleiten, bevor sie stirbt. Je mehr Artefakte sie sammelt, desto höher die Belohnung.
Falls Lara aber stirbt, bevor sie ein Signalfeuer entzündet hat, werden die Punkte für die Artefakte nicht in den Endpunktestand eingerechnet. Alle Details aus dem Ausdauermodus zu erklären, würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen auch wieder hier ein Verweis zu einem aufschlussreichen Let's Play. Ein Tipp schon mal vorweg, es geht nicht darum, wie ich beim ersten Spiel so bei mir dachte, möglichst schnell den Heli herbeizuwinken, sondern im Gegenteil, das möglichst spät zu tun. Das Signalfeuer sollt ihr erst entzünden, wenn ihr ins Bett müsst und den Modus nicht sterben beenden wollt oder wenn ihr euch um eure Stromrechnung sorgt. Je mehr virtuelle Tage ihr mit Lara in der Wildnis übersteht, desto mehr Punkte bekommt ihr. Ja, und hier seht ihr auch meine glorreiche Statistik vom Ausdauermodus. Und zwar habe ich bisher ganze 2 Tage überlebt und ich habe ein Kaninchen getötet. Ja, also man kann sich dann auch hier anzeigen lassen, wie viele Artefakte man gesammelt hat. Glorreiche 0. Und wobei, ich habe welche gesammelt. Wahrscheinlich bin ich dann gestorben. Naja, ich habe den Ausdauermodus 2-mal angespielt und hab da selber noch viel nachzuholen. So, jetzt kommt unser allerletzter Punkt des Videos. Großen Respekt an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich hoffe nur, dass es euch auch wirklich was bringt. So, also ich gehe jetzt wieder aus dem Expeditionsmodus raus und gehe hier auf die Bestenlisten. Hier gut zu wissen, es gibt nur Bestenlisten zum Ausdauermodus. Und zum Spielmodi Punkteangriff. Zu letzterem gibt es hier einmal eine Gesamtübersicht und eine Ansicht zu den einzelnen Spielabschnitten. An dieser Stelle ein Tipp: Ihr könnt die Kartensets von Spielern übernehmen. Das kostet euch ein paar Credits pro wiederverwendeter Sammelkarte, aber dafür könnt ihr eben die Karten der besten Spieler nutzen, auch wenn ihr sie gar nicht in eurem Repertoire habt. Zum Beispiel wollen wir doch mal gucken, wieso ist eigentlich der Fido Dido hier so gut gewesen im Grab des Propheten. Dann klicke ich hier mal drauf und sehe seine Statistiken oder ihre Statistiken. Und darunter die Karten. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also scheint derjenige keine... Ah ne, Moment. Spielerkarte anzeigen. Ne, das ist Steam. Das ist Steam, das wollen wir nicht. Der hat gar keine Karten verwendet. Ja. Da muss ich mir jemand anderen suchen. Nämlich mal hier Redwing. Aha, okay. Redwing hat mit 5 Karten gespielt und hat auch ordentlich Multiplikatoren da drauf. So, und das Praktische ist jetzt eben, selbst wenn ihr diese wertvollen Karten überhaupt nicht habt, könnt ihr jetzt hier auf diesen Button gehen, mit diesen Einstellungen spielen. Das kostet euch 2000 Credits, aber wenn ihr gut seid, lohnt sich das natürlich. Okay. Das war's dann auch zu unserer Einführung in den Expeditionsmodus von Rise of the Tomb Raider. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Anmerkungen, Kommentare, Wünsche und so weiter hinterlasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video.